Tablet immer noch. Wir schreiben das Jahr 300 nach der Ära von Septim und wenn ihr euch jetzt fragt, was für eine gequillte Scheiße er hier eigentlich labert, seid ihr genau richtig bei Hanyukais Live Review. Heute mit der Edition zwischen BVL gegen SOH komme ich zuerst einmal zu der Aufstellung und zwar ist es bei BVL der Abno, der Camo sowie der Mugen und Kingpin. Auf der Seite von SOA haben wir den CEO, I Am Legend, sowie Dundan, Dragon und Santix. Da es sich um einen Clan handelt, werde ich diesmal meine persönliche Meinung natürlich außen vor lassen, da Clan Wars natürlich auf einer neutralen Ebene ablaufen sollten. Wir befinden uns jetzt also schon mitten im Geschehen. Die erste Angriffswelle konnte schon erfolgreich von SOH abgeblockt werden. Wir sehen jetzt hier den zweiten Angriff, der über die linke Seite von drei Personen und von rechts von Abno abgehalten wird. Viel können wir auf der rechten Seite natürlich jetzt nicht sehen, da der Hauptkampf wohl auf der linken bis Mitte stattfindet. Dafür können wir aber hier noch einmal ganz klar sehen, dass der CEO I Am Legend den Abno hier unter Kontrolle bringen kann. Wir machen an dieser Stelle nochmal einen Cut und springen ein paar Sekunden nach vorne. Die restlichen Gegner wurden hinten jetzt eliminiert und man befindet sich auf der zweiten Hälfte der Karte. Die Spieler um SOH versuchen hier noch einmal ganz klar in der Mitte alles abzuwenden, was dort denen vor die Flinte läuft. Das sieht bis hier auch ganz gut aus, hatten aber leider nicht die Rechnung mit Abno gemacht, der hier noch einmal als letzter Mann fungiert. Somit war die Situation geklärt und man konnte problemlos bei ihm wieder einsteigen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal einwerfen, dass diesmal nicht der komplette Clan War drauf ist, da Abno, der Vollidiot, einfach mal vergessen hat, während des Spielens nachher aufzunehmen. Darum würde ich sagen, steinigen wir ihn auf jeden Fall und senden die Überreste zu Camo, damit er immer was zum Spielen hat. Bevor ich hier noch mehr bunte Bilder in meinem Kopf produziere, würde ich lieber sagen, wir gehen zurück in das Clan War Geschehen rein. Hier können wir noch einmal sehen, dass gerade sehr defensiv gespielt wird. Man kommt eigentlich kaum voran, guckt erstmal, wo die Gegner sind, welche Situation am besten geeignet ist. Was mir besonders gut gefällt, ist die folgende Szene, in der Abno auf der linken Seite noch einmal Ausschau hält nach den Gegnern und locker flockig zwei Mann auf die weite Distanz wegholen kann. Durch diese Interaktion konnte Camo jetzt ohne Probleme die Bombe legen. Aber wie das manchmal natürlich so ist, muss man sich dann auch eingestehen, dass man auch mal aufs Maul kriegt. Wie ihr gerade mitbekommen habt, habe ich hier nochmal einen Cut gemacht. SOH hat hier noch einmal erfolgreich die Bombe defused. Wir befinden uns jetzt also nochmal beim Planten und kommen hierbei quasi zum Ende der ersten Runde. Eigentlich ist es hier sehr schwer, noch einmal an die M-Com heranzukommen, wenn man die einmal gelegt hat. Aber hier konnte SOH noch einmal zeigen, dass sie nicht von schlechten Eltern sind und das spielerische Know-how besitzen, um ganz oben zu spielen. Zum Schluss wird noch einmal krampfhaft versucht, die Gegner hier abzuwenden, aber leider sollte das alles nichts helfen. Und somit geht BVL mit 1:0 in Führung. Also auf zur nächsten Runde. Diesmal BVL in der Defense und SOH natürlich in der Offensive. Für diejenigen unter euch, die sich unter diesen Namen eigentlich nichts vorstellen können, kann ich auch noch einmal sagen, dass es sich hierbei um BVL Ragnant handelt, sowie um SOH Esports. Bei SOH Esports bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das das erste Squad ist. Vielleicht kann man das dann im Nachhinein nochmal in die Box unten schreiben, wenn einer da mehr weiß als ich. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier noch einmal, wie die Vorbereitungen getroffen werden, um die Map für sich zu beeinflussen. Der erste Angriff folgt also jetzt über die rechte Seite. Wie wir sehen können, schleudert Camo hier noch ein paar Raketen in die Feinde hinein. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bringen sollte, aber er wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben. Was die Leute von Ragnant jetzt noch nicht wissen, ist, dass sie einen Bruch auf der rechten Seite zu verzeichnen hatten. Wenn dann auch noch das Aiming aussetzt, ist das natürlich eine Kombination, die mal so richtig scheiße ist.
SOH hat somit beim ersten Angriff gleich die Bombe legen können. Ich mache hier wieder einen kleinen Cut, um die unnötigen Informationen wegzulassen. Soldiers of Honor agiert hier auch nochmal sehr umsichtig und kontrolliert wirklich nochmal alles ab und kann auch die letzten Überlebenden hier einmal wegziehen, um sich dann weiter auf den Weg zur zweiten MCOM zu machen. Diesmal habe ich einen etwas größeren Schnitt gemacht, da die Kameraperspektive von Ethno nichts wirklich Spannendes eingefangen hat. Er hat sich dann derweil auf anderen Positionen befunden, die nicht wirklich was mit dem Spielgeschehen zu tun hatten. Darum befinden wir uns jetzt also schon beim Bombe planten, diffusen, wie auch immer. Also Ragman versucht hier noch krampfhaft die MCOM in Schach zu halten. Konnte aber nicht mehr diffused werden und somit geht SOH mit 2:1 in Führung. Wie vorhin schon erwähnt, könnt ihr leider nicht den ganzen Clan wo sehen, da Abno das nicht hochgeladen hat bzw. nicht aufgenommen hat. Wenn ihr aber alle ungeschnittenen Szenen sehen möchtet, die verfügbar sind, könnt ihr in den YouTube-Channel I Will Cut You Down gehen und euch das dort anschauen. Zum Ende kann ich euch natürlich noch einmal sagen, wie das Spiel ausgegangen ist. Und zwar wurde es mit einem Draw, also mit einem 3:3 beendet. Außerdem findet ihr nähere Informationen zu den Spielen auf soldiersofhonor.com oder auf wvl-clan.com. Auf der Seite von SOH findet ihr außerdem noch einen Livestream von dem Clan War. Dann könnt ihr euch das gerne auch aus deren Perspektive ansehen, wenn dieses Video noch verfügbar sein sollte. Ich kann natürlich jetzt dazu nicht weiter was sagen, weil ich keinen Einfluss auf das Material habe. Sollte euch der Zusammenschnitt gefallen haben, dann gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben. Ansonsten gilt natürlich für meine Haters wie immer der Daumen nach unten, damit ich noch weiß, dass ihr da seid. Kommen wir nun zu dem Ranking in der CSL. In der German Ladder bleibt SOH auf Platz 1 mit 1356 Punkten. Danach kommt LOG mit 1297 Punkten und gefolgt von SOH Team 2 mit 1185 Punkten. Im EU-Bereich bleibt BVL Ragman auf Platz 1 mit 1256 Punkten, gefolgt von SOH mit 1197 Punkten. Als dritter Platz ist BVL Black Sheep eingetragen mit 1188 Punkten. Aktuelle Reviews werde ich dann immer posten, wenn ich Lust und Laune habe. Bis dahin könnt ihr mich gerne alle mal lieb haben.